THQ Nordic Barcelona Studio Powered by Unreal Engine. 2001 wurde eine legendäre Spielereihe geboren, Gothic. 2019 wurde die Reihe ein Teil von THQ Nordic und als große Fans des Originals begannen wir zu überlegen und zu experimentieren, was wir daraus machen könnten. Beim Brainstorming wurde uns dann klar, dass Gothic immer noch ein Kultspiel ist und eine einfache Neuauflage nicht reichen würde. Deshalb verfolgten wir einen neuen Ansatz, eine komplette visuelle Überarbeitung. Um sicherzugehen, dass dies auch der richtige Ansatz ist, beschlossen wir, die Situation auf eine völlig einzigartige Weise anzugehen. Wir möchten euch einen frühen Prototypen des Spiels anbieten und euch um eure Gedanken und euer Feedback bitten. Wir möchten ein großartiges Spiel für euch machen. Als wir anfingen, über die Möglichkeit nachzudenken, ein Gothic Remake zu machen, kam uns sofort die fantastische Atmosphäre des ursprünglichen Spiels in den Sinn. Als wir das originale Gothic dann erneut spielten, wurde uns allerdings klar, wie veraltet bestimmte Aspekte heutzutage wahrgenommen werden würden. Es sind offensichtliche Dinge wie die Benutzeroberfläche, die Steuerung, oh ja, und das Kampfsystem, die schon damals nicht sonderlich gelobt wurden, obwohl einige in unserem Team sogar diesen etwas abgewinnen konnten, als sie das Game zum ersten Mal spielten. Diese und einige andere Dinge wollten wir also verbessern, um die Immersion und Glaubwürdigkeit des Spiels zu verstärken. Aber wie konnten wir diesen Elementen neuen Pep verleihen und gleichzeitig die raue, ursprüngliche Atmosphäre beibehalten? Können wir euch dieselbe alte Story erzählen, aber ein paar neue Situationen und Orte ergänzen, um alles noch glaubwürdiger zu gestalten? Dies ist ein spielbarer Teaser. Mehr als eine Stunde zu spielen, dieses neuen Ansatzes, und dazu möchten wir eure Gedanken hören. Willkommen in der Kolonie. Mal wieder. Und damit herzlich willkommen zum Gothic Playable Teaser des Remakes. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, also ich kann sagen, ich mache jetzt seit ungefähr 10 Jahren Let's Plays und all diese 10 Jahre wurden quasi immer wieder begleitet von Spiel doch mal Gothic. Spiel doch mal Gothic. Spiel doch mal Gothic. Und ja, ich muss zugeben, ich habe bis heute kein einziges Gothic gespielt. Ich habe die Risen-Reihe, die habe ich komplett durchgespielt. Die hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen der erste Teil wird immer mein Liebling bleiben. Aber Gothic habe ich irgendwann mal zwischendurch installiert. Und ich bin ganz ehrlich, die Steuerung war es, die mich in den Wahnsinn getrieben hat. Die hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Und ich habe dann versucht, irgendwie mit neuen Texturen und so alles so ein bisschen aufzupimpen und so weiter. Und umso froher bin ich, dass ich jetzt quasi vorab sogar schon den Teaser spielen darf. Ganz kurze Info dazu. Dieses Video müsste um 18 Uhr rauskommen. Ihr könnt Gothic Playable Teaser selber auch schon um 19 Uhr runterladen. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass ihr mindestens ein Game von THQ, soweit ich weiß, ich glaube es war THQ, auf Steam besitzt. Ihr müsst nur irgendein Game besitzen. Und dann könnt ihr Gothic den Playable Teaser runterladen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und auf jeden Fall an diesem Wochenende, ich glaube, da mache ich einfach mal Werbung für, warum auch nicht, an diesem Wochenende gibt es sowieso einen Sale. Das heißt, ihr könnt da für einen Euro oder so könnt ihr alte Titel erwerben. Und dann habt ihr den schon. Also super easy, aber ich glaube, für die Leute, die sich für den Gothic Playable Teaser interessieren, die dürften Gothic sowieso schon auf Steam haben. Also könnt ihr den euch ab 19 Uhr runterladen. Für Leute, die das Video hier ein paar Tage später gucken, vergesst, was ich gesagt habe. Das Ding ist schon erhältlich. So, ich drücke E zu Beginn. Neues Spiel. Wir spielen auf maximal allem. The Kingdom of Mertana. United by King Robar II. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one. The war against the orcs took its toll, and the prisoners of the realm had to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom
to create a magic barrier around the entire valley. But something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. The convicts took control of Kyrenes. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. But his former slaves now demanded a high price. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed in exchange of tons of ore. Until the present day. Another convict was brought to the lift. He did not know, but he would change everything. Wer mag das wohl sein, dieser neue Gefangene? Es riecht ein bisschen danach, als könnten wir das eventuell sein, du und ich. Werden wir jetzt eingeknastet? Low risk, high return, they said. You'll never get caught. Of course. Now it's just you and me, my friend. No weapons, no food, just a simple scroll. Who are you and how? What's happening down there? What the? Oh! That was close. Oh, shit! One piece. Oh, thank God, no blood. Oh, where's the scroll? Oh, it's all right. Great. Okay. Let's move on. Let's light this up. Oh, good. That'll do, I hope. Where are we? What a mess. What's going on here? All right. Gone. Let's get the hell out of here. Und damit noch einmal herzlich willkommen beim Gothic Playable Teaser. Und ich muss gleich nochmal ganz kurz gucken. Eine Sache würde ich gerne mal schauen, bevor wir jetzt loslegen. Ganz kurz nochmal einen winzigen Blick in die Option werfen, damit ihr seht, was man hier einstellen kann. Spielsprache, Untertitel, die Steuerung sollte ich mir vielleicht merken. Kampfmenüs, aber das werden wir hoffentlich noch lernen. Video, was ist das für eine Auflösung? Okay, die Auflösung scheint nicht richtig zu sein. Ich weiß vor Effekt, dass wir gerade momentan mit einer anderen Auflösung spielen. Okay, das war auf jeden Fall falsch. Okay, Gesamteffekte. Ganz kurz eben nochmal zum Audio und zu Effekte und Stimmen und so weiter. Momentan, wir spielen zwar auf Deutsch, aber Audio ist aktuell wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, weil wir ja gerade einen Teaser haben, noch auf Englisch. Wobei ich wahnsinnig gerne das unglaublich gute, die unglaublich gute Sprachausgabe auf Deutsch gehört hätte. Die wir aus Gothic 1 ja kennen, also das kenne ich zumindest schon aus Gothic 1. Und ich mochte den Sprecher immer gerne. So richtig raubeinisch, hart, aber herzlich. Und jetzt schauen wir uns hier ein bisschen um. Sehr, sehr hell offenbar. Dieses Feuer ist sehr hell. Und was genau hier passiert ist, ich weiß es selber nicht. Wo genau ich hin muss,
Auch das weiß ich nicht. Ich schaue mich nur erstmal ein bisschen um und ich hoffe, dem einen oder anderen kommen hier ein paar harte Gothic-Fields entgegen. Gut. So, gut, sagt er. Das heißt, wir sind hier richtig, glaube ich. Ach, schön. Mal ein bisschen rumprobieren. Nee, das macht nichts. What the heck's going on? Oh, shit. Ja, das ist nicht so gut. Kann das bitte nicht passieren? Das wäre super. Oh, God damn it. Let's get the hell out of here. Ja, da bin ich dabei. Okay, ja, der sieht auch nicht mehr so gut aus. Hat er eine Waffe dabei vielleicht? Können wir den durchsuchen? Der hat... God, what the hell? In this place, some people's luck is worse than mine. Let's see. I'll leave it here for a moment. Right. You don't mind if I take this with me, do you? I need it more than you do at the moment. Come on, my pretty. Come with me. Oh, God damn it. Shit. It's broken. Well, this is better than nothing, I guess. Voila! Hab ich mich erschrocken. Are you? Okay, easy boy. Let's make it easy for both of us. Okay, calm down. Worst prison ever. Definitely. I have to get out of here as soon as I can. Ja, dann weniger reden und mehr steuern lassen. Dankeschön. So. Wie gesagt, es ist noch eine Demo, ein Playable Teaser. Es werden wahrscheinlich viele Bugs auftreten und so weiter. Ich glaube, das Feuer wird auch noch ein bisschen runtergedimmt. Das sieht gerade aus, als würde uns das Gesicht weglasern quasi. Ich glaube, da wird noch ein bisschen was gemacht, auch mit der Farbgebung und so weiter. Wie gesagt, ist momentan ja alles nur ein Teaserchen und es soll zusammen mit der Community entwickelt werden. Das heißt, wenn ihr das selber spielt, einfach selber leben wollt, wie gesagt, runterladen, selber spielen und dann einfach eure Vorschläge einreichen. Das ist Farbe, Blut sieht so nicht aus. Ei. Oh. Wen haben wir denn da? What the hell? Das sieht nicht gesund aus. Menschen sollten so nicht aussehen. Damn, man, what a mess. Oh, oh. Oh nein. Come on. Der sieht aber süß aus. Please, it can't be real. Au! Oh, gegen drei, großartig. Das ist natürlich toll. Ich habe keine Ahnung. Ich hau einfach drauf, wie ich es kann. So, es kann sein, dass ich jetzt sterbe. Bewege die Maus, um deine Haltung zu ändern. Angreifen und ablocken kannst du in drei unterschiedliche Richtungen. Diese Angriffe können von links nach rechts, von rechts nach links oder nach vorne ausgeführt. Was? Bewege? Ist das das? Okay, ich sehe im Video gerade den rechten Thumbstick. Ich muss aber bei mir die Maus bewegen, weil ich mit Maus und Tastatur spiele. Das mit dem Thumbstick ist toll im Video, bringt mir momentan nicht so viel. 7 Seiten. Schneller Angriff, verbraucht weniger Dauer, sind ganz nützlich, wenn man Angriffe der Feinde kontert. Obwohl sie einzeln nur moderaten Schaden verursachen, können sie in verketteter Form dem Gegner doch erheblichen Schaden zufügen. Das ist, glaube ich, eher so meins. Drücke, ein starker Angriff. Ist ein bisschen wie bei Elix, glaube ich, ne? Starke Angriffe verbrauchen mehr Ausdauer, benötigen einen Moment, bis sie mit voller Kraft ausgeführt werden können. Bei einem Treffer verursachen sie beim Feind dann aber kritischen Schaden. Greift ein Feind dich an und deine Haltungsrichtung entspricht der Richtung seines Angriffs, dann wird dieser Angriff automatisch geblockt. Okay, das heißt, ich müsste gucken, wenn der über rechts angreift, dann... Oh Gott. Das ist auf jeden Fall eine Lernsache. Ich sehe gerade, bei ihm sieht man, er greift über links an. Dann müsste ich auch nach links. Okay, das wird ja spaßig.
Beim Ausweichen machst du einen kurzen Sprint in eine beliebige Richtung. Das Ablocken mancher Angriffe kostet viel Ausdauer und du kannst dich dabei sogar verletzen. Hast du es mit einem solchen Angriff zu tun, dann ist das Vorpreschen wohl deine beste Option. Und ich glaube, das kann ich immer noch am besten. Ausweichen statt ablocken. Drücke Alt, um zu wechseln, welchen Feind du anvisierst. Ja, das ist ja egal. Und hier kann man wieder die Haltung ändern. Wenn ein nicht anvisierter Feind vorhat anzugreifen, dann kannst du seinen Angriff ablocken. Änderst du deine Verteidigungshaltung in die Richtung seines Angriffs, dann wird der Angriff automatisch abgeblockt. Okay, das wird ja spannend. Okay. Okay, ich krieg die aber niemals weg, oder? Ich sehe... Hilfe! Oh, das ist gewollt. Das ist nicht so gut. Hallo? Sterben ist ja gesundheitlich abträglich. Ich will sein Schwert. You're still alive. Congratulations on surviving your first day. Good morning. I hope you slept well. Oh. Good morning. Yes, I believe I did. Although I don't remember very much of what happened yesterday. You discovered the local fauna. Those beasts are very violent at night. Conversely, they're somewhat more docile during the day. Luckily, I arrived to hunt something for breakfast. Better than you, eh? Their meat is a bit tough, but it tastes better than rookie meat. By the way, we haven't been introduced. My name is Diego, and I'm the leader of the shadows in the old camp. I'm... Yeah, that's not important. You're a convict in the colony now. New prison, new life. That's what people say anyway. I'm gonna call you Rookie. All right with you? Hey, that scroll belongs to me. Yes. I borrowed it while you were asleep. Don't worry, Rookie. I'll give it back to you. When we leave. It's an unusual document. Normally, rookies come in here with scrolls listing their crimes. That legal formality is meaningless here. It doesn't matter what crimes you committed outside. You'll have plenty of time to work them off here. If you live long enough. Yours, on the other hand, is special. It's red and carries a lacquered seal. It's a scroll intended for mages. Was machen? Warum ich? Ah, okay, wie was machen? Warum? Was machen? Was soll ich mit der Schriftrolle machen? Ah, warum haben die mir so ein wichtiges Dokument gegeben? Gute Frage.
Why did they give such an important document to me? I suppose they entrusted that it would reach its intended recipients. Whether you were alive or dead. Many rookies don't survive their first day. Especially their first night. Those who pick up the dead bodies and recover the scrolls are paid very well by the mages. There are people here who can make anything into a job, and the desperation doesn't help. You're not as special as you thought. Hey, rookie? Habe ich nie gedacht. Well, I'll have to report yesterday's attack to Gomez. Shortly. But before we leave here, do you have any questions, rookie? Ich mag das übrigens wahnsinnig gerne, wie er dann bei der Frage auf sich gezeigt hat mit dem Daumen so, was hab ich denn damit? Und wie er gerade die Schriftrolle gefangen hat, das mag ich wahnsinnig gerne. Was ich nicht so gerne mag, ist Diegos Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das sieht aus wie ein Kiesweg. Wenn du weißt, was ich meine. Das Feuer zeigt es gerade ein bisschen. Okay, Fragen habe ich natürlich. Die Kolonie. Was soll ich über den Ort wissen oder warum hast du mir geholfen? Ich frage erstmal die Kolonie. Was soll ich über die Kolonie wissen? So what do I need to know about this place? Let's start with the basics. We call it the colony. And we produce ore for the king. At least that's what we do at the old camp. Inside the barrier, there are three camps. And if you want to stay alive, you'll have to join one of them. The old camp is the largest and oldest of the three. And, well, part of my job is also to tell the new arrivals that it's the best place for them. Also eine Sache weiß ich schon über Diego, er zeigt wahnsinnig gerne alles mit den Händen, worüber er redet. Das finde ich irgendwie gut, aber irgendwie okay. Vorhin hast du jemanden namens Gomez erwähnt. Wer ist das? Earlier you mentioned someone named Gomez. Who is he? Gomez is the leader of the Ore Barons. He's the head of the old camp. The most powerful man in the colony. He's responsible for guaranteeing the ore shipment to the king and maintaining order in the only civilized zone inside this barrier. He's rather peculiar. A man of refined tastes and expensive indulgences. You'll see what I mean when you get to know him. Ich kann mir übrigens nicht vorstellen, dass wir hier in einer Stunde durch sind. Also allein schon die Gespräche und so weiter, das wird bestimmt ein bisschen länger dauern. So, altes Lager finden. Wie finde ich das alte Lager? Was mit dem anderen? Was mit den anderen Lagern? Okay. And what about the other camps? Listen, rookie. Alongside the old camp, the new camp and the sect are nothing more than carnivals of mayhem and looting. In the old camp, you'll encounter people from those places who can better explain to you how things work here. As for me, I'll just tell you that the people in the new camp are a bunch of thieves and no scruples. And the people in the sect are all madmen, obsessed with certain herbs. As you can see, I'm speaking from a position of absolute impartiality. Ja, verstehe. Okay. Dem Lager anschließen? Nehmen wir mal an, ich wollte mich im alten Lager anschließen. Was müsste ich dann tun? Let's say I want to join the old camp. What do I have to do? That would be wonderful news. No doubt about it. You should go to the castle gate.
There, you'll find a man called Thoris. Tell him I sent you. Thoris isn't the friendliest person on the planet, but he knows what he's doing. He'll tell you who you have to win over to be accepted. Er mag seine Handkommunikation. Wie finde ich das alte Lager? How do I find the old camp? Take this path. Past the clearing with the old tree, there's a guard post. And an abandoned mine. If you go through it, you'll get to the old camp. However, the door is closed for security reasons until I issue the order to open it. I'll go there after breakfast. You can come with me if you want. Okay, das hört sich gut an. Dann haben wir alles gefragt. Zurück. Der Mann lässt sich sehr viel Zeit. Hilfe, warum hast du mir geholfen? Why did you help me? You were in trouble. And I happened to be passing by. Call it honor. Call it justice. No one should have to fight without a decent weapon and a fair shot at winning. But above all, I helped you because you're a rookie. And my job is to give you rookies an opportunity. Look, rookie, the colony is very dangerous. And even more so at night. Never leave the camps without being properly equipped. Besides, all you newcomers have the curious habit of getting yourselves into trouble. Yeah. But I won't always be around to help you. Speaking of trouble, the scavengers were about last night. Did you see the attack on the lift? Ja, ich war Teil der Ladung im Aufzug, als das passierte, das ist richtig. Yes, I was part of the cargo in the lift when it happened. Very interesting. We're still investigating what happened and who was responsible. I think your testimony might be valuable. When we reach the old camp, you should speak to Gomez. I'm sure he'll be very interested in hearing what you have to say. Die Kolonie. Ich glaube, wir sind durch. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich durch. Bis dann. Thank you very much. I don't have any more questions. Don't mention it. It's always a pleasure. Hey, you showed promise in the fight, but that's not going to do much good without a weapon. And there are also lots of wild beasts between here and the camps. It would be folly to travel unarmed. You can start by taking a look around the exchange zone near the elevator. I'm sure you'll find something useful there. Ich dachte, wir kriegen seinen Bogen. When you get a decent weapon, come back and we'll go to the old camp together. Gut, und ich weiß, er wird sich sehr viel Zeit dabei lassen. So, viele neue Einträge. So sehen wir also aus, wenn wir gerade keine Fackel im Gesicht haben. Das sieht schon ganz anders aus. So. Ich weiß, alle oder diejenigen, die gerade zuschauen, sind wahrscheinlich erstmal wild darauf, sich ein bisschen umzugucken. So. Mache ich auch gleich. Wir haben schon mit ihm gesprochen. Aber auch hier wollte ich mich erstmal ein bisschen umgucken. Der Hintergrund war so ausgefadet. Warum, weiß ich nicht, weil so sieht er viel besser aus. Ich weiß noch nicht genau, wahrscheinlich wegen der Sonneneinstrahlung. So, und wir haben hier... Was haben wir denn hier? Blaubeeren. Ja, die nehme ich mit.
Erkunden, sprinten. Halte Shift beim Bewegen gedrückt, um schnell zu rennen. Das wussten wir schon. Ausdauer. Bestimmte Aktionen, zum Beispiel das Sprinten und Angreifen, verbrauchen Ausdauer. Deine Ausdauer regeneriert sich schnell, sobald du jene Aktionen, die sie verbrauchen, beendest. Drücke C zum geduckten Gehen. Solange du geduckt bist, kannst du dich heimlich fortbewegen und wirst vom Feind nicht so schnell bemerkt. Drücke Leertaste, um an Kanten oder Leitern hochzuklettern. Drücke oder halte... Ist das... Ich weiß nicht genau, ich habe so eine Taste nicht. Ach, Caps Lock. Ich habe so eine Taste nicht. Ich dachte, das wäre Backspace. Okay, Caps Lock, um das Schnellzugriffmenü aufzurufen. Ich habe so eine Taste nicht. Okay. Okay, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und die Blaubeeren nehme ich auch mit. So, wir können jetzt wahlweise natürlich hier nach unten gehen. Wir könnten auch da nach oben klettern. Ich glaube, da kommen wir... Cool, nirgends hin. Ich glaube, wir kommen da nirgends hin, aber ich habe keine Ahnung. Also probier's einfach mal, denn da oben liegen noch ein paar Sachen. Wir kommen da also doch wohin. Ich sollte weniger aufhören, Erzbrocken. Ich sollte aufhören, immer zu sagen, das geht nicht, sondern einfach mal probieren. So, 3 Erzbrocken. Flupp. Steuerung auf jeden Fall sehr, sehr, sehr intuitiv, wenn man schon andere Spiele dieser Art gespielt hat. Muss ich, glaube ich, gar nicht sagen. Auch mit Maus und Tastatur gerade. Und Gamepad geht hier auch. Ja, noch nicht. Wir brauchen erst einmal eine decent Weapon, wie wir gehört haben. Ich guck mal kurz in meine Journalie. Wenn ich jetzt wüsste, wie das geht. B, W, achso. Okay. Mit R können wir die Waffe zücken. Okay, I ist Inventar. Aber, wie komme ich ins Tagebuch direkt? Das würde ich gerne mal probieren gerade. Okay, das ist C, okay. Rostiges Langschwert, was? Okay, ich gehe mal ins Quest-Tagebuch. Das Problem ist, ich habe hier keine Maus gerade. Also weiß ich auch nicht genau. Ach, mit E kann ich da oben. Ein ordentliches Schwert. Diego, nach allem, was gestern Abend vorgefallen ist, wäre es unklug, ohne eine ordentliche Waffe loszuziehen. Ich sollte auf Diego hören und mir etwas Brauchbares suchen, mit dem ich mich verteidigen kann. Suche in der Handelszone eine brauchbare Waffe. Und hier ist noch die rote Schriftrolle. Schön mit den Bildern, das mag ich ganz gerne. Abgeschlossene Quests. Oh, Hauptquests. Kann ich das hier ausklappen? Gescheiterte Quests. Okay, ich aktiviere diese Quest. Mit Y und mit Z ist die aktiviert. Die ist schon aktiviert. Sehr gut. Aber ich weiß noch nicht genau, wo wir hin müssen. Ich weiß nämlich nicht, was die Handelszone ist. Was ist da hinten? Sieht komisch aus. Da unten sind weitere Menschen. Und ich gehe erstmal wieder zurück zu Diego und gehe mal in die andere Seite. Auf die andere Seite. Ich weiß, hier ging eine Leiter runter. Können wir auch probieren. So, oh schön. Fleischwanze plündern. Wanzenfleisch, lecker. Mm. Unser erster mutiger Kampf gegen eine Wanze. Achso, kann ich was mitnehmen? Ich habe noch gerade Sachen. Ich will nicht brennen. Ah gut. Es gehört eh nicht mir. Ich will Diego auch nicht beklauen, der hat uns gerade das Leben gerettet. Ich hoffe aus den Gründen, wie er sie behauptet. Ich bin aber noch nicht ganz überzeugt, ehrlich gesagt. So, das ist der Ort, wo wir gestern Abend waren. Sieht schon ein bisschen anders aus als das alte Gothic, ne? So, plündern, der Snapper. Verdorbenes Fleisch, naja, können wir vielleicht verkaufen. Dann haben wir ihn hier von gestern Abend. Hallo, hallo, hallo. Eine Fackel. Plündern Leichnam. Erzbrocken, Becher, Münze. Wir nehmen alles. So, und hier nochmal weiter verdorbenes Fleisch. Ein Träumchen. Es waren aber 3. Wo ist der dritte? Spielt auch keine Rolle. Huch. Was ist das? Das ist noch eine Fackel. Okay.
Und von hier kamen wir. Hier müsste auch der Aufzug sein. Da drüben ist noch irgendwas. Oh, schön hier. Guck mal, oder? Kann man gerade ja auch mal gut finden. Huch. Kochen. Weitere Spielmechaniken. Du kannst dir deine eigenen Mahlzeiten kochen. Diese können ein paar Gesundheitspunkte wiederherstellen oder bestimmten Werten einen vorübergehenden Schub bringen. Manche Rezepte sind in der Umgebung versteckt, andere wiederum kannst du von Ausbildern lernen. Okay, dann probieren wir nochmal zu kochen. Einfach nur, weil es geht. Wir haben keine Rezepte. Also ich kann nicht mal Wanzenfleisch kochen. Einfach nur Fleisch auf den Grill legen, wie normale Menschen das eigentlich können sollten. Na gut. Da ist schon so ein Viech übrigens. Die werden wir später wahrscheinlich im rauen Dutzend umbringen. Momentan bin ich aber noch ein bisschen vorsichtig. So, gehören die drei da oben zur Handelszone? Ist das eine gute Sache? So. Hey, 10 hab, also 10 Erfahrungspunkte. Gleich leveln wir auch schon. So, ein Pfeilchen. Da noch ein Erzbrocken. Nehmen wir alles mit. Was ist denn das da unten? Schlafen die? Oh, die leben noch. Das ist nicht gut. Königsbier. Okay. Hat sich alles gelohnt. Na gut. Wir kamen von dort und wo gingen dann fort? Ich muss mal gucken, wo wir lang können. Dass wir in der Freihandelszone landen. Das weiß ich aktuell noch nicht. Lass uns mal ganz kurz zurückgehen. Dahin, von wo wir gekommen sind. Achso, und ganz kurz. Ich weiß, die Leute, die hier zugucken, die jetzt noch zugucken, die haben wahrscheinlich alle Gothic gespielt oder fast alle Gothic gespielt. Bitte, bitte, bitte nicht allzu viele Backseat-Kommentare. Versucht euch ein ganz kleines bisschen zurückzuhalten, weil wie gesagt, ich habe Gothic noch nie gespielt. Es ist mein allererstes Mal. Ich weiß nicht, wo die Freihandelszone ist. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Wir werden es aber sicherlich herausfinden. Hoffentlich gemeinsam. Manchmal wird man sich da sicherlich mit der Hand ins Gesicht klatschen. Aber es ist natürlich viel einfacher, wenn man das alles schon kennt. Und wahrscheinlich auch viel aufregender, wenn man das alles in der neuen Version sieht. Denn ich sehe das meiste davon ja zum allerersten Mal. Und ich glaube, mich zu erinnern, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ich habe Gothic 1, das Original, einmal angespielt. Und das Einzige, woran ich mich erinnere, ist irgendwie, man war in dieser Kuppel und war dann so ziemlich gleich in diesem Dörfchen. Wenn ich mich daran richtig entsinne. Okay, guck mal, hier sieht doch gut aus. So. Das ist aber der Fahrstuhl, das ist nicht die Freihandelszone. Oder vielleicht gehört das dazu, ich weiß es nicht. So, wir haben eine Menge Fleischwanzen. Der sieht nicht böse aus. So, warte. Königsbier, nochmal eine Fackel. Verbranntes Buch. Hey, Caden. Oh, awesome. I don't think Gomez will miss this. Hey! Oh, hello. I didn't hear you coming. I'm looking for, well, clues about last night's disaster. I see. Well, I have to settle this soon. Gomez has little patience, and I have other, more urgent problems to attend to. Der Kontrast in den Gesichtern ist super hoch, ne? Das ist es, glaube ich, warum auch der Diego aussah wie so ein Kiesbett. Ich glaube, weil der Kontrast einfach so ultra hoch ist, zumindest bei den Gesichtern, ich glaube, das liegt ein bisschen daran. Okay, wer bist du nochmal? I'm Caden, guard of the exchange zone. This week I work the morning shift. And this is Rufus. Well, what remains of him? He had to work the night shift. So as you can imagine, I feel particularly fortunate. Now it's up to me to find out what the hell happened here.
and try to recover what might still be useful for the old camp. Okay. What kind of problems do you have that are so urgent? Well, you see, in the old camp, you can never trust anyone, and even less of those who call you friend. Two of these friends, Cyrus and Bedig, took advantage of the fact that I had to come here to steal from me a very valuable pendant. Mm-hmm. They know it's important to me, but they would sell their mother in order to get some ore in the black market. Okay, ein Anhänger. What does the pendant look like? You'll recognize it easily. It is made of metal and has the shape of the god Adonis. No incrustations, no jewelry, no magical powers. It doesn't have much value. Clearly, it was stolen out of spite. Mm-hmm. Alte Freunde? Who are these old friends? They were more than friends. In fact, they were former business partners. We had our differences, and in the end, we decided to dissolve the business. But I never thought they would dare steal from me. Okay, let's be clear. If I help you, what can you give me in return? A businessman. That's the attitude. I like you. Tell me, what are you looking for, or what do you need? We can start there. Well, a decent sword would do me good. A weapon that is easy to obtain and has no owner, if you know what I mean. Oh, I understand. Okay. I won't tell Gometh anything, if you don't tell anyone about our little deal. Okay? Okay, we agree then. The pendant in exchange for the sword. By the way, where can I find Saris and Beric? They've gone to the woods, near the bridge, I think. Be very careful. They are violent people. You'd better be prepared for anything. Der vertraut uns aber relativ schnell, dafür, dass er nur schlechte Erfahrungen macht. Okay, das Schwert kriegen wir hinterher, ne? Nicht vorher. Die Bezahlung erfolgt wahrscheinlich erst, wenn wir den Anhänger haben. Gehe ich mal davon aus. Also. Boah, ich bin super verwöhnt übrigens von RPGs. Ich bin es einfach gewohnt. Okay, da oben können wir eh nicht mehr hoch, ne? Ich bin es einfach so gewohnt, dass sofort ein Questmarker mir Bescheid sagt, wo ich hin muss. Das ist sehr ungewohnt. Ist eigentlich ganz cool, aber ich fühle mich dadurch gerade ein bisschen hilflos, weil ich muss immer erstmal gucken, wo ich hin muss. Oh, eine Münze. Eine Münze. Habe eine Münze gefunden. Ich suche erstmal alles ab und nehme erstmal alles mit. Ihr kennt das ja. Können wir hier durch die Töppe gucken? Nee, ne? Nee. So. Lalalala. Okay, das war's hier auch schon. Ich nehme an, da komme ich nicht durch, ne? Nein, da komme ich nicht durch. War aber den Versuch wert. Eine Mümpfe. So. Wo geht's da oben hin? Ich kann leider nicht die ganze Zeit rennen. Der Ausdauer wegen. Da hinten ein Schwertchen. Schwerter scheinen hier wirklich eine Seltenheit zu sein. Wir kriegen die nicht einfach so. Ein Dietrich. Oh, sehr gut. Bestimmt werde ich das erstmal verkacken, das Lockpicken. So. Okay. Dann nehmen wir das auch mal auf. Was haben wir hier? Noch eine Mümpfe. Und dann gehen wir mal den einzigen Weg, den wir gehen können. Was ist das da über dem Wasser? Diese komischen Dinger. Also manche Effekte sind halt irgendwie noch merkwürdig. Das mit dem Feuer. Ich habe das bestimmt gesehen beim Gespräch, dass im Hintergrund die Sachen einfach so komisch flirren. Ich glaube, das soll Hitzeflirren sein. Das sah aber ehrlich gesagt noch nicht so geil aus da. Beim Wasser sind so komische Effekte. Aber wie gesagt, es ist ja momentan eher so eine ganz, ganz frühe Demo. Und man überlegt sich, in welche Richtung man geht. Und vor allen Dingen ist die Grundüberlegung, glaube ich, kommt sowas überhaupt gut an,
bei alten Gothic-Veteranen. Es ist primär, soweit ich weiß, ist das Spiel halt für die Fans von Gothic. Das ist jetzt nicht so, dass da zwingend irgendwie ein neues Ding aufgemacht werden soll oder nochmal so ein Remake, um das an alle neuen Leute zu verkaufen, sondern es soll primär für die Fans sein. Ich glaube, man wird sich nicht davor hüten, wenn das Ding auch an andere Leute verkauft wird, wenn das vielleicht noch weitere Fans findet, die Reihe. Ich glaube, das wäre nicht allzu schlimm. Aber primär soll es für diese Leute sein, die eben mit Gothic, ja, groß geworden sind zum Beispiel. So. Prima. Ja, gut. Da wären wir wieder hier. Ich weiß halt nicht, wo die sind. Wir können theoretisch natürlich die Wölfe hier abschlachten. Ich guck mal ganz kurz. Optionen, Steuerung. Kann ich zufällig ganz kurz mal speichern. Hier sehe ich nichts. Erkundung, Kletter, Springen, Übernehmen. Ich kann hier auch nichts vorpreschen, halten, benutzen, geduckt gehen. Ich habe kein Quicksave. Spiel speichern. Huch! Ich habe F5 gedrückt. Ich wollte Quicksave ausprobieren. Huch! Ich habe F5 gedrückt. Hilfe! F4. F3. F2. F1. F6. F7. F8. F9. F9 macht Screenshots, glaube ich. F10. Okay, F5. Good, bad, extremely bad. Max Shader Complexity Count. Ich glaube, das sollte gar nicht zu sehen sein. Können wir bitte vergessen, dass es passiert ist? Okay. Ich habe keine Ahnung, ob ich das gewinne, aber ich habe gespeichert. Ich werde es wahrscheinlich eher nicht gewinnen. Wolf. Okay, das war nicht so gut. Ich habe nicht gesehen, wo der angreift. Ich muss mich echt ein bisschen dran gewöhnen an das Steuerungssystem. Oh, Alter. Alter, willst du mich verarschen? Ich sehe gar nicht, wo die angreifen. Jetzt sehe ich. Nein! Ich habe doch geblockt und wollte angreifen, aber ich glaube, ich hatte keine Energie. Okay, ich muss mich wirklich ein bisschen ans Kampfsystem gewöhnen. Das geht nicht. Sag mal. Ich werde immer noch zerfleischt. Okay, Kontrollpunkt. Mal gucken, wo wir waren. Ansonsten können wir ja laden. Ich muss mich wirklich ein bisschen an das Kampfsystem gewöhnen. Das ist noch ein bisschen sehr ungewöhnlich. Wenn ich links sehe, dann ziehe ich nicht die Maus nach links, sondern ich drücke A. Die Steuerung halt, ne? Tastatursteuerung aus der Gewohnheit heraus. Muss man denn hier? Achso. Ja gut, das werden wir überleben. So. Letzten Spielstand laden wäre ganz gut, nicht letzten Kontrollpunkt. Ich bin einfach kein Freund von Kontrollpunkten. So. Ist wahrscheinlich für Consoleros. Wird das gleich mitentwickelt, würde ich vermuten. Ich meine, Unreal Engine und Kontrollpunkte und Gamepad-Steuerung. Es riecht alles nach einem Konsolenport. So, na gut. Scheiße, zu spät. Die Musik ist halt geil, ne? Erinnert mich ein bisschen an Witcher.
Ausdauer tanken, ruhig bleiben. Ruhig bleiben. So, alles nehmen. Wolfsfleisch. Also, nicht wie sonst immer draufkloppen, sondern ich glaube, hier muss ich wirklich sehr auf Verteidigung gehen. Also nicht auf Verteidigung, aber vor allen Dingen, lass deinen Arsch nicht beißen. Ich glaube, das ist der Hauptteil beim Kampf hier. Sich einfach nicht treffen lassen. BZW. Alles ablocken und dann in die Fresse geben. Ablocken, Fresse geben. So, was haben wir denn hier? Schönes noch ein Münzchen, aber so richtig die beiden Brüder sehe ich hier noch nicht. Die wir suchen sollen. So, dafür hier noch eine Angriffsnotiz. Was steht denn wohl in dieser Angriffsnotiz? Waffen, Magie, Schlüssel, Questgegenstände. Angriffsnotiz. Nein, das habe ich falsch gemacht. Kann ich das lesen? Nein. Ein zerknülltes Blatt Papier, auf dem ein Text in ordentlicher Handschrift verfasst wurde. Unterschrieben ist er mit den Initialen LS. Wäre schön, wenn es auch übersetzt wäre. The shipment will arrive today at 11 o'clock. The railroad tracks are clear. The night shift, 3 guards at the bonfire in the exchange zone. 1 guard at the bridge and 1 at the temple. The contact confirms that the access is clear. Go carefully. Today at 11 o'clock, aber ich weiß natürlich nicht, ob das heute, wirklich heute ist. Das weiß ich nicht. Und ich würde gerne gleich nochmal ein bisschen im Glossar rumstöbern, weil wir kriegen ja dauernd Einträge über Diego, über alles kriegen wir Einträge. Und ich habe noch gar nicht reingeschaut und weil wir hier gerade so eine Preview machen und die ja sowieso nicht zeitlich begrenzt ist, aber vom Content her sehr stark begrenzt ist, würde ich natürlich gerne alles mitnehmen, damit ihr quasi auch alles seht, was es hier zu sehen gibt. Wahrscheinlich, sind wir mal ganz ehrlich, ich werde sowieso nicht alles zeigen können, was es zu sehen gibt. Wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte oder zumindest einen Teil oder irgendwas, was irgendwer vielleicht gern gesehen hätte und ich habe es übersehen. In dem Falle, wie gesagt, kann man es ja, und wenn ich gerade auf die Uhr gucke, kann man es jetzt bereits bei Steam downloaden, wenn man dann möchte. Okay, ich weiß nicht, wo die beiden sind. Sag mal, Diego, ich habe eine Frage. Wow. Haven't you found the weapon yet? Hurry up, Rookie. I can't wait here all morning. Okay. So. Es ist kein Assassin's Creed, ne? Also im Sprung festhalten geht nicht. Oh, hier geht's rein zum Wasserfall. Und beim Wasserfall geht's da nicht rein. Zumindest geht's da unten lang. In Richtung Wasserfall. War hier nicht noch irgendwo eine Leiter? Hier, ne? Vielleicht nehmen wir die mal einfach. Da ist eine Truhe. Ja, ei der Daus! Plum, 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 plum. Ja, ei der Daus. Öffne Truhe, Dietrich benötigt. Oh nein, ich werde es verkacken. Was? Ich muss selber gar nicht rumdietrichen. Ich musste gar nichts machen. Der hat einfach selber rumgedietricht. Okay. Das war die Kiste. Spider-Man, Spider-Man, das whatever is. Okay. Entschuldigung. So. Dann geht's da wieder runter. Ich nehme an. So, wir werden die beiden Brüders schon finden. Brüderz. Weil die Brüderz haben, dann machen wir die kaputt. Ich würde gerne gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, erstens kaputt zu gehen. So zum Beispiel nicht. Oh, eine Truhe kostet einen Dietrich. Ich verstehe, wir haben keinen Dietrich mehr. Wir können die Truhe hier nicht öffnen, aber es gibt hier eine. Falls ihr selber spielt, hier gibt es auch eine Truhe. Und ich nehme mal an, ich sollte hier nicht reinspringen. Aber weißt du was?
Ich bin, so bin ich eben. Ich kann das Spiel speichern, aber ich kann den Spielstand da nicht laden. Oh, ich kann, so bin ich eben, geht nicht, ist eine Alpha-Wand. Alles klar. Und wenn ich über Alpha-Wand umgehe und hier stattdessen... Okay, Spiel kennt mich. Schade. Na gut, dann... Hopsala. Da ist ja eine komische Fleischwanze. Lecker. So, ich finde die Markierung manchmal noch irritierend, wenn da irgendwas steht. Und das blitzt kurz auf, verschwindet wieder und blitzt wieder kurz auf. Dann denkt man, es waren zwei Messages. Das finde ich noch ein bisschen schwierig. Und da guckt noch die Unterrüstung, ein bisschen durch die Oberrüstung. Gibt alles noch so Kleinigkeiten hier und da. So, die sind hier. Okay. Kampfsystem kennen wir aber schon. Bisschen reingearbeitet. Ich hoffe, wenn wir die Brüder finden, sollten wir die finden, reicht es dann dafür. Und ich würde gerne mal ganz kurz gucken gleich, ob ich nicht irgendwie eine Möglichkeit habe, mir anzeigen zu lassen, wo ich hin muss. Aber vielleicht wäre das auch zu einfach, ne? Weil dann klappert man halt alles nur noch ab. Man kennt es ja von Rollenspielen. Seitdem man das hat, dass alles angezeigt wird, wo man als nächstes hin muss, welche Richtung, bla bla bla, klappert man eigentlich nur noch Quests ab. Was eigentlich schade ist. Und so sollte es ja eigentlich auch nicht sein. Trotzdem, bin ich ganz ehrlich, ich vermisse es gerade ein bisschen. Denn ich würde gerade gerne wissen, suche Sarus und Beric beim Fluss. Das sollte ja eigentlich... So, aktiviert habe ich's. Weltkarte. Du brauchst eine Karte. Wir haben noch keine Karte. Das ist unser Charakter. Wir haben gar keine Fähigkeiten. Wir sind einfach der Bob überhaupt. Lebenskraft haben wir, tanken wir auch nicht automatisch auf. Das heißt, wir werden später gucken müssen, dass wir was essen, um Lebenskraft vielleicht, wenn das so geht, aufzutanken. Wir haben noch Nebenquests, Tutorials haben wir hier auch. Schnellzugriffmenü, die kann man nochmal wiederholen. Ganz großartig. Und Glossar, Diego. Wie schön das Buch gerade war. Hast du gesehen, wie das Buch aufgeklappt ist? Voll geil. Diego ist mit seinem Schwert ebenso gut wie mit seiner Zunge, da bin ich sicher. Was? Mit beiden hat er sich den Respekt sowohl der anderen Soldaten im alten Lager als auch seiner Lehrlinge verdient. Ob davon überhaupt noch welche leben? Gedankennotiz, das sollte ich zu meinem eigenen Wohle überprüfen. Wo ist er hergekommen? Welches Verbrechen hat er begangen? Das werde ich irgendwann herausfinden müssen, denn er passt offensichtlich ganz, denn er passt hier ganz offensichtlich nicht herein. Caden. Wer ist Caden? Und was macht er in der Handelszone? Objekte sammeln? Bislang weiß ich nur, dass er ein Soldat aus dem alten Lager ist, der von Gomez hierher geschickt und von seinen Freunden betrogen wurde. Wenn ich ihm helfe, kann ich vielleicht mehr über ihn herausfinden. Rufus. Schatten. Rufus mochte seine Arbeit nicht. Er fühlte sich ausgebrannt. Aber seit er zur Kolonie gekommen ist, macht er sich wirklich gut. Man könnte auch sagen, er ist Feuer und Flamme. Nicht schlecht, aber ich bin sicher, dass ich das besser kann. Oho. Rufus verdient eine Menge Asche. Oder feiert Aschermittwoch? Nicht? Okay. Am Fluss, sagst du, ja? Damit die sollen am Fluss sein. Warte, da ist noch was. Ein Pfeilchen, den nehme ich noch. Hier ist auch noch was. Nehme ich auch noch. Das sind halt 10 XP, ne? Die sind geschenkt. Hier. Rein gar nichts. Und irgendwas verdeckte gerade meine Sicht. Am Fluss. Der Fluss ist hier. Da ist aber auch das Viech. Und Blaubeeren. Wenn ich Blumen pflücken kann, gehe ich Blumen pflücken. Ihr wisst es doch. Da vorne ist das Viech. Da hinten ist eine Truhe. Die kriegen wir noch nicht auf. Und das hier müsste der Fluss sein. Dem müssten wir eigentlich folgen. Hä? Oh, der Fluss kommt aus beiden Richtungen. Cool. Dann speichere ich hier mal ganz kurz eben, weil ich weiß noch nicht genau, ob wir den da hinten klein... Oh, es sind mehrere. Oh, das ist nicht gut. Aber wie viele sind mehrere? Scavenger. Piranha Bytes lieben ihre Scavenger. XP, Scavenger-Kralle. Den anderen holen wir uns auch noch. Oh.
Seine Mutter ist tot. Hat er gerade festgestellt. Nein, der frisst den Scavenger. Der frisst den toten Scavenger. Alles klar. Ich speichere nochmal, weil ich echt mutig bin. Bin halt ein Noob. Los, ist hier noch einer? Steck mal ein. Die Kampfmusik erinnert mich sehr an Witcher. Nanü. Was ist da passiert? So, was ich mal gerade mache, ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier Verbrauchsgegenstände. Da, ein paar Blaubeeren. Lebenskraft. Benutzen wir mal. Ja, und schon sind wir fast wieder geheilt. Der grüne Schein gerade soll wohl hier gewesen sein, vermute ich mal. Am Fluss, sagst du, ja? Das Problem ist, hier gibt es mehrere Flusses. Hier ist Flusses. Das wird wohl nicht der Bruder gewesen sein. Da liegt doch was sehr Auffälliges. Ist das ein Pisspot? Yeah. Es ist wirklich ein Pisspot. Ich kann da reinpissen. Was? Was? Woher kenne ich denn die Melodie? La 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 da 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 da. Ist das Flashdance? Hat der gerade Flashdance gepfiffen? Das ist Flashdance, oder? Okay. Ich frag einfach nicht. Ich hinterfrage gar nichts, ich akzeptiere. Was haben wir denn hier gefunden? Oh. Geduckt gehen. Ja, das wissen wir schon. Was ist denn dies? Hat sie gerade wirklich Flashdance gepfiffen? Feier ich ein bisschen. Okay, das ist ja nice. Oh, wow. It won't open just by looking at it. I'll need something for the lock. Wer hat denn jetzt Licht angelassen? Okay, wir brauchen unbedingt diesen Schlüssel. Also das muss ich unbedingt. Da habe ich ganz viele Schätze gesehen. Ich muss sie alle haben. Wir brauchen den Schlüssel. Wieso habe ich keinen Dietrich dafür? Wieso habe ich keinen Dietrich dafür? So. Ja. Zack, vielen Dank. Haben wir hier schon. Plündern. Ich hoffe, ich kann das Fleischschwanzenfleisch irgendwann verwenden. Das gammelt mir wahrscheinlich alles in die Taschen weg, würde ich vermuten. So, hier nochmal gucken. Hier ist nichts. Gar nichts. Fast ein bisschen enttäuschend. Hier könnte es sein. Da kommen wir nicht hoch, ne? Ne. Okay, schade. Oh.